Lara Croft 2.5D Adventure. Lara Mini Adventure PS1 zum Beispiel. Goose Adventure. Auch nicht uninteressant. Oh, ein Future Racer, sieht zumindest so aus, der sowohl einen 2020 erster jährlicher Impi Award für bestes Sounddesign, und die Creator finden es auch geil. Das schauen wir uns vielleicht an, aber erst will ich mal Lara Croft 2.5D mir anschauen. Das wäre quasi sowas, das kommt jetzt, glaube ich, bis jetzt einem 2D-Plattformer am nächsten. Kann ich auch schießen? Ja, bis jetzt nicht. Musik ist irgendwie lustig. Ich meine, die ist zumindest wirklich selber komponiert anscheinend wenigstens. Aber ich stelle mir irgendwie unter Lara Croft in einem Tempel eine andere Musik vor als das. Ich bin hier in dem Spiel wenigstens im Vergleich, im Gegensatz zu dem Metroid-Spiel, wirklich auf einer 2D-Ebene gefangen. Ich kann nicht irgendwie nach in die Tiefe rein oder in Richtung Kamera laufen. Das finde ich ganz gut. Die Sprungphysik ist ein bisschen wobblig und komisch. Aber das haben viele Spiele. Ein Schwert! Jetzt werden wir endlich König! Ja, das ist ganz cool gewesen eigentlich. So, jetzt wollte ich mir, weil an guten Future Racern bin ich immer interessiert eigentlich. Wipeout-mäßig aus, vielleicht, ja, sowas in der Art. Oh, das ist anders als ich dachte. Na gut, doch. Ich bin halt eher so ein pfeilförmiger Puck oder so. Eishockey-Puck. Da fliegt ein Puck vorbei. Okay. Dieser verwaschene Stil und dieser Sturm und so, das ist irgendwie schon cool. Das ist jetzt weniger ein Future Racer, mehr so ein Rennspiel-Erlebnispark hier irgendwie gerade. Geil, ich muss mich nur kurz am Auge kratzen. Okay, jetzt geht's wieder. Oh, puh. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo wir eigentlich hin müssen. Aber das ist schon ein ziemlich cooler Erlebnispark hier. Ein ziemlich cooler Vergnügungspark-Racer. Oder so, nenne ich ihn jetzt mal. Wo viel Shit passiert. Yeah. Das ist schon cool auch. Da hinten gerade noch vorbeigeflogen. Ah, shit. Wow, cool. Die Explosion hat mich jetzt richtig rausgedrückt sogar.
Nicht schlecht. Oh, jetzt kommt hier die Stadt, jetzt stürzen die Gebäude ein. Oh Mann. Shit. Und jetzt stürzt bestimmt die Brücke ein, über die ich da gerade fahre. Nehme ich mal. Niemand wirklich. Ah, oder doch? Oh, wie soll denn das gehen? Oder gehört das so? Ah, okay, das gehört, glaube ich, so. Hey, das ist cool. Da hätte ich gern mehr davon. Schade, dass das nur so kurz ist. Aber ich glaube, das so zu inszenieren, ist eh schon verdammt viel Arbeit. Cool. Das gefällt mir. Wipeout mit einem Stück Käse. Ja, schwarzer Käse. Aber das war ziemlich cool, finde ich. Hat mir gefallen. Adventure Time Präsentation. Naja, jetzt schaue ich mir noch ein paar von denen an, die empfohlen werden. Zum Beispiel The Pilgrim. Das will mir das Spiel jetzt schon, seit ich das erste Mal gestartet habe, die ganze Zeit andrehen. Dann spielen wir es halt mal. Wenn das Spiel unbedingt meint, dann schauen wir uns das mal an. Auf das ist es anscheinend ganz stolz. Geht los wie Dark Souls. Nur dass wir ein knuffiger, bärtiger Kerl sind. Bis jetzt können wir, glaube ich, nichts machen. Aber das sieht jetzt schon sehr professionell aus, finde ich. Im Vergleich zu viel anderem, was wir gesehen haben bis jetzt. Mein Gott. Was war denn das? Das war knapp auf jeden Fall. Oh, schade, ich kann die Kamera leider nicht bewegen. Ich hätte mir gerne den Riesenmond nochmal genauer angesehen. Und das Piratenschiff da. Cool. Wow. Das ist schon kein Mond mehr da hinten. Das ist... Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, wenn der Mond so nah an der Erde wäre, hätten wir ein Problem eigentlich. Gravitationstechnisch wahrscheinlich. Ah, okay. Cool. Die Kettenschwingphysik, die ich hier nutzen kann. Wie bei... Ja, tatsächlich... Oh, voll. Voll wie bei Mario. Na dann. Hä? Dreimal X funktioniert irgendwie aber jetzt nicht. Nee. Ach so. Wie bei Mario. Ah, Hilfe. Shit. Okay, nochmal. Sehr gut getimed sein, aber es sind quasi die Mario-Standardsprünge. Kann ich auch eine Stampfattacke machen? Nee, die gibt's nicht. Na dann. Was mit Squid? Ha, das ist bestimmt. Aber bis jetzt habe ich noch nichts gesehen. Gleich auf der Spitze. Wow, eine gefangene Motte. Das hat irgendwie wirklich was von Dark Souls, dieses Spiel. Was irgendwie witzig ist, weil man einen kleinen, knuffigen, bärtigen Zauberer spielt, der mit Mario-Sprüngen rumspringt. Aber der Stil ist irgendwie sehr Dark Souls-mäßig. Die Sequenz am Anfang in der Zelle ist fast irgendwie 1:1 das erste Dark Souls. Hier mit dieser Riesenmotte in ein anderes Land fliegen, erinnert mich sehr stark an...
mit dem riesen Raben in ein anderes Land fliegen aus Dark Souls 1, nachdem er aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Kann ich schwimmen? Ja. Zweitens, Hidden Lake. Okay, für kurze Zeit kann ich Licht bei den Lampen anmachen. Aber was bringt's mir? Oh, eine Schatzkiste. Jetzt wird's interessant. Looten. Gold gefunden. 1 von 37 Gold gefunden. Muss ich einfach nur ganz schnell alle drei Lampen anzünden oder so? Ja, das war das. Rätselslösung. Gerade irgendeine schwarze Spinne weggeblitzt. Habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen irgendwie. Ach, irgendwas, aber was ist das? Ach so, eine Dekoration. Unbegrenzt machen eigentlich? Es sieht fast so aus. Wenn das jetzt richtig ist, ist es auch sehr stark wie in Dark Souls. Und die Abyss. Das ist alles Dark Souls hier. Okay, das Spiel ist einfach Dark Souls. Es ist einfach Mario und Dark Souls. Dark Mario Souls. Super Mario Dark Souls. Das ist so ziemlich die ungewöhnlichste Kombination von zwei Spielen, die ich, glaube ich, jemals gesehen habe. Dass man aus Mario und Dark Souls, dass man die kombiniert zu einem Spiel, finde ich schon... Oh oh, gefressen worden. Finde ich schon cool. Ich meine, das Gameplay ist jetzt eigentlich so gar nicht Dark Souls. Eher der Style und die Namen und so das Design allgemein. Aber das Gameplay ist eigentlich überhaupt nicht Dark Souls. Es ist wirklich ganz cool. Das ist wirklich ein ganz cooles Spiel. Wow. Schon wieder ein Stein ins Schwert, wie bei Lara Croft vorher. Ein Artefakt. Oh, das Schwert der Müdigkeit. Okay, ich glaube, wir sind tot. Cool. Endlich. Nein, aber wir haben jetzt ein Schwert, oder? Nein, auch nicht. Ah, aber wir können jetzt das da. Doch, das Artefakt. Oh, das ist cool. Hey, was man doch nicht alles mit dem Spiel machen kann, oder? Oh oh. Ah, oh Gott, Hilfe! Ich muss aufhören zu lenken. Aber ich habe einen Plan, was wir machen könnten, was vielleicht funktioniert. Oh, das war die falsche Taste. Wie geht der Busch, der neue gleich nochmal? Genau, perfekt.
Aber ich würde sagen, das reicht mir auch. Aber das ist ein cooles Spiel. Kriegt einen Daumen hoch. Auf jeden Fall. Da. Willkommen zu Hause Spiel. Von mir aus. Dann schauen wir uns halt noch das Willkommen zu Hause Spiel an. Ich bin natürlich ein kleines Küken, wie in Wirklichkeit, wenn ich nach Hause komme. Und sammel Bällchen. Irgendwie ist man zu Hause eher ein Puppenhaus, oder? Verzeihung. Kann ich irgendwas aus so hüpfen? Ah, warte mal, tatsächlich. Achso, nee. Stimmt, ich kann nur meinen Körper verlassen. Okay, ich glaube, ich verstehe schon, was das für eine Art von Spiel ist. Ich glaube, da schauen wir uns noch ein anderes an, statt das zu spielen noch länger. Aber es ist cool, es ist quasi so ein Open-World-Plattformer, so ein Level-basierter Plattformer. Wirklich wie so ein Mario-Spiel oder sowas. Erreiche den Ausgang. Na, dann machen wir das Level noch. Versuchen wir es zumindest mal. Okay. Nochmal. Gibt's ja nicht. So, danke. Ausgang erreicht. Küken freut sich. Okay, schönes Spiel. Und kurz. Echt kurz. Na gut, mit Highscore kann man quasi, wenn man will, noch sehr viel andere Sachen machen. Audiovisuell. Das ist jetzt kein Spiel, sondern im Grunde nur ein Video wahrscheinlich. Oder irgendwie sowas. Schauen wir mal. Where am I? Testing, testing, 1, 2, 3. Wow. That's strange. Ah, ich kann doch Sachen machen. FX. Im Grunde mache ich da die Texturen an und aus, oder? Warte mal. Oh, jetzt habe ich auf Fortfahren gedrückt. Naja, ist eine coole Tech-Demo von dem Roboterkopf. Wie spät ist es denn jetzt? Ja komm, das machen wir jetzt noch. Das ist das Fortnite. Oder so. The Rest of Us. Aha. Dass eine Anspielung auf irgendwas sein könnte. Ah, ich verstehe. Da haben wir schon mal den Detektivmodus. Taschenlampe. Wir können zuschlagen. Und wir können die Waffe ziehen. Das ist aber scheinbar nur so ein Demo-Test-Room für The Rest of Us. Aber ich verstehe, die wollen einen The Last of Us machen. Das ist natürlich... ups. Das ist natürlich schon ein sehr ambitioniertes Projekt. Aber grundsätzlich, die Grundmechaniken sind scheinbar vorhanden. Ob man seinen Begleiter töten kann. Ich kann gerade nicht herausfinden, wie man nachlädt, sonst würde ich es versuchen. Open Death Menü.
Ist wieder auch keine Taste fürs Nachladen. Naja, ist ja wurscht, aber gut. Ich verstehe schon. Was ist das? Ach so, warte mal, jetzt kann man hier wirklich spielen? Moment, ist das ein anderes Spiel jetzt? Verstehe ich gar nichts mehr. A Classic Naughty Dog Style Checkpointed Story Mode. Jo, ich starte mal. Guck mal, sogar wirklich ein Deckungsshooter. Wollte ich, glaube ich, nicht. Irgendwas ist komisch. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Whip auf X, aber da mache ich nichts. Ah, jetzt habe ich eine Pistole gezogen. Die ich aber irgendwie nicht benutzen kann. Also irgendwie komisch. Let's do this. Ja, ich meine, mein Gott, für eine Tech-Demo ist das eigentlich ganz cool. Es funktioniert alles an wichtige Mechaniken. Runde. Gut, okay, die KI funktioniert noch nicht so gut. Aber abgesehen davon. Vorher konnte ich noch zuschlagen. Jetzt geht das nicht mehr. Komisch. Komisch. Aber das könnte was werden vielleicht mal. Keine Ahnung. Water and Mountain. Oh, das sieht nach einer lustigen Physik-Simulation aus. Die will ich jetzt noch schnell mir anschauen. Aber dann machen wir Schluss für heute. Also bei mir im Spiel hat es gerade nicht geruckelt. Also daran an... Also... Das Spiel war es auf jeden Fall nicht. Okay. Fünf Quosos, danke fürs Followen und schön, dass du mit dabei bist. Also, da kann ich nur das Setting verändern. Aber wo wirst du denn auf. Ich will auf was schießen. Reset Blocks, ah ja. Das sind ja, guck mal, das sind sogar Angry Bird Schweine. Oh. Sehr schön. Da habe ich dicke Bälle. Okay, das ist wirklich nur so eine Physikspielerei. Ja, man sieht schon, bis jetzt gibt es noch mehr Demos und Testversionen und Versuche wie eigentliche Spiele. Aber es zeigt auch wirklich sehr viel Potenzial. Eben. Ja, wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass die Community noch lange aktiv bleibt und fleißig sehr viel neue Sachen baut, weil dann steckt da, glaube ich, extrem viel Potenzial drin. Anscheinend haben die Schweine überhaupt keine Physik, es sei denn... Also die reagieren nicht auf meine Kugeln zumindest, sondern wenn dann nur auf die Kisten. Okay, cool. Schön. Der ist cool gemacht. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht noch eins. Aber dann ist Schluss. Warte mal. Ah nein, jetzt ist es weg. Moment mal. Hier ist doch ein Metal Gear Solid. Das ist echt seltsam, oder? Ich dachte, Metal Gear Solid gibt's nicht. Komisch. Gerade haben wir es noch gesucht und da gab es keins. Jetzt testen wir es mal. Da bin ich jetzt gespannt, was das ist. Oh, das ist aber sehr originalgetreu, der erste Teil. Das ist ja witzig. Nur die Bewegung ist sehr komisch. Irgendwas stimmt mit unseren Beinen nicht. Ich glaube, wir sind... Okay. Das war gerade weird. Ich glaube, da
stimmt irgendwas nicht mit unserer Hauptfigur, leider. Ich resette das mal nochmal, dann schauen wir uns das nochmal an. Aber ich glaube, da stimmt was mit der Physik nicht ganz. Ansonsten wäre das eine sehr schöne Rekonstruktion des Original PlayStation Metal Gears. Aber sobald wir uns hinlegen, versinken wir irgendwie im Boden und es geht alles ziemlich kaputt. Ah, sogar gegen die Wand lehnen geht mehr oder weniger. Wir haben halt irgendwie einen Gummi-Liquid Snake. Der Solid Snake eigentlich. Aber bei uns ist es wirklich eher der Liquid Snake hier. Gegner gibt es scheinbar auch nicht. Trotzdem visuell sehr schön getroffen, finde ich. Aber das ist mehr kaputtes Chaos wie sonst irgendwas. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Lustig. Da. Oh, da ist noch was mit Minecraft. Okay, schauen wir uns das mal noch kurz an. Ganz kurz. Das sieht sehr stark nach Minecraft aus, tatsächlich. Man kann nicht in die First Person schalten, was wieder komisch ist. Ich glaube, man kann da momentan gar nichts machen im Grunde. Hallo, Kater. Man kann nur rumlaufen und sich das anschauen. Ja. Ja, sieht schon nach Minecraft aus. Nicht, aber ja. Halt so ein bisschen. Bienen und Villager, die aber auch nichts machen. Na gut, Leute. Dann machen wir jetzt Schluss für heute. Ich bin echt verdammt müde. Und muss jetzt einfach ins Bett, glaube ich. Ja, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und dann machen wir für heute Schluss. Und am Dienstag geht's dann mal weiter mit Dingsy hier. The Sinking City geht's dann weiter. Und vielleicht bringen wir es dann sogar zu Ende. Je nachdem, wie viel Sidequests wir noch machen. Mal schauen. Naja, wie gesagt, danke fürs Dabeisein. Danke fürs Zusehen. Und bis bald. Macht's gut. Gute Nacht. Ciao.